besten Anzug an, klopf an deine Tür und sag dir dann, nimm die Blumen von mir, alles Gute und schick dir. Lieber Sicki, lieber Sicki. Ja, lieber Sicki, auch ich möchte dir, natürlich auch im Namen von Andreas, sowie seinen Fans und Freunden, ganz herzlich zur 800. Sendung Kofferradio gratulieren. Zweimal durfte ich ja sogar schon zusammen mit dir im Studio eine Sendung gestalten und habe da schon viel über ihn berichten können. Aber ein paar lustige Geschichten habe ich noch für euch. Ja, der Andy ist schon ein ziemlich lustiger Typ. Man kann mit ihm jede Menge Spaß haben. Er macht so ziemlich jeden Quatsch mit. Auch wenn er dann sagt, du hast doch einen Vogel. Einen? Alles klar. Mach mal ein bisschen freundliches Gesicht. Alle fünf lachen. Ja, geht's mal nicht. Gut. Wir waren mal in Berlin unterwegs. Ich habe manchmal Tränen gelacht. Er war ja auch mal Friseurmeister. Seinen ehemaligen Friseursalon gibt es sogar noch. Das ist das Friseurgeschäft, was ich mit meiner Frau 10 Jahre lang betrieben habe und dann an die Frau Herget verkauft habe. Zur damaligen Zeit. Das war so, ich schätze mal, von 1966 bis 1976, also ewig her. Ja? Da kann ich ja mal eine Story erzählen. Da habe ich mal hier mein Auto repariert, genau an der Stelle, an der ich jetzt stehe. Habe die Motorhaube aufgemacht, ein Skoda war das übrigens. Bin mit einem Schal reingekommen, den laufenden Motor. Habe natürlich mit einem unheimlichen Druck mich zurückgerissen. Damit, dann ist der Schal zerrissen. Ich lag hier auf dem Boden am helllichten Tag. Die Kundschaft schaut rüber, der Meister liegt am Boden. Naja, wenn wir wieder mal so eine Story haben, erzähle ich es euch. Ja? Alles klar. Das ist der Bühneneingang, als wir im Kinderchor der Deutschen Staatsoper. Ja, ich hier, Kinderchor der Deutschen Staat, war ich natürlich ein bisschen, guck mal, so ein bisschen kleiner. Bin ich hier lang gegangen, was ist so denn? Nein, hab ich los. Aber damals bin ich reingekommen, da haben wir in verschiedenen Opern im Kinderchor gesungen. Aber über seine großen Erfolge spricht er eigentlich wenig. Einige seiner Pokale durfte ich 2018 zur Ausstellung 70 Jahre Amiga nach Bernburg bringen. Es war das erste und bisher einzige Mal, dass diese Pokale irgendwo gezeigt wurden. Ein goldenes Mikrofon erhielt er 1966 und 1968 im Schlagerbriefkasten. 1967 beim Schlagerfestival der Ostseeländer wurde er Publikumsliebling mit Nur ein Kuss genügt. Und 1974 wurde er Sieger bei Einmal im Jahr mit Ein Mädchen wie dich. Ebenfalls 1974 erhielt er den Zuschauerlorbeer von FF dabei. 1975, bei Einmal im Jahr, belegte er den 2. Platz mit Wo bist du? Und 1976 wurde er wieder Sieger bei Einmal im Jahr mit Varadero. Und 1977 konnte er erstmals die Goldene Lyra aus Bratislava in die DDR holen, mit Morgenrot, Abendrot, und wurde dort auch noch Publikumsliebling mit einem Titel eines tschechischen Komponisten, Rosentor. Und jetzt kommt der Gag. Als ich ihm die Pokale wieder zurückbrachte, haben wir uns in einer Gaststätte getroffen. Ich wollte gern noch ein Bild davon mit ihm zusammen haben. So haben wir alles auf dem Tisch ausgebreitet und den Kellner gebeten, ein Foto von uns zu machen. Der Kellner fragte, was ist denn das alles? Wo habt ihr das denn her? Es sah ja auch aus, als wären wir gerade in einem Museum eingebrochen. Da sagte Andi ganz verdattert, ich bin Sänger und das sind meine Preise. Ja, lieber Sigi, liebe Kofferradiohörer, so ist er, unser Andi. Und wir hoffen sehr, dass wir uns beim nächsten Kofferradio-Jubiläum alle gesund und munter wiedersehen und dass ein Maskenball allerhöchstens noch im Karneval stattfindet. Bleibt gesund!